Ja, guten Tag, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Transportfieber 2 Let's Play mit ein bisschen Rollenspiel und ein bisschen schöne Sichtungen, schöne Bauten und so weiter. Wir haben hier in der letzten Folge einen Flughafen gebaut, wo noch nicht so funktioniert. Die Leute wollen einfach nicht fliegen, aber dafür sorgen wir heute hoffentlich, so mit Straßenbahn und so dafür. Genau, planen wir kurz den Start. Live an und in Bede und in Farbe und mit Color. Ja, das ist eine schlechte Position. Ich will oben hin, nicht unten. Wieso ist jetzt da die Kamera nur unten? Hallo? Hallo, ich schaue von unten drauf. Ja. Die beste. Meine Güte, ist das ein bisschen doof. Jojo. So. Also, der Flughafen, der hat jetzt Leute, einfach noch zu wenig. Also, wir brauchen eine Linie. Die ist hier. Ne? Tram. Wo war Tram? Wo ist die Straßenbahn AG? Doch hier. Nein, hier. Doch hier. Hier war die Straßenbahn. Tram Depot. War schon immer in Deutschland Tram? Ich denke schon. Einfach haben wir immer gedacht, die Straßenbahn heißt in der Schweiz. So, wir müssen Richtung abwechseln. Richtung sortiert, Richtung gleich. Abwechselt. Ah, das sind ganze. Ich muss also die Straßenwerkzeuge nehmen. So weiß ich das. Ey. Ich habe das Spiel in- und auswendig gelernt. Rasendepot Simulator. Ich bin falsch. Wie kann ich wieder zurück? Wie ging das? Muss ich das irgendwie wieder abreißen? Ja, dann muss ich die ganze Straße abreißen. Niemand hat hier gebaut eine Straße. Kein Problem, machen wir wieder hin. Ja, wow, und wo sind die normalen Straßen? Hat jemand die normalen Straßen gesehen? Anbauen? Bin wieder nicht gerade so zufrieden mit dieser Auswahl, weil ich will ja immer die kurvigen Straßen. Nein, hier nicht. So. Und ich möchte gerne. Kann ich hier zurückgehen? Nee. So, wunderbar. Seht ihr, ich bin auch ein Profi. Ein voller Mega-Profi. Hier müssen wir ja nicht hin, oder? Nee. Hier müssen wir nicht hin. Also, Linie. Straßenbahn Depot Simulator 3500. So, Tram, nachher Tram, aber der Name ist Biff. Biff und dann nichts mehr. Tram. So, und dann haben wir das geschafft. Was haben wir für einen Tram? Okay, ein gutes Tram. Ist auch elektrisch. Yeah. Ist das so schlecht? Ich glaube, das sind zu viele. Also, da werden nicht so viele mitfahren. Ich mag die Häuser, aber ich müsste hier so langsam auch terraformen, sonst werden Straßen gebaut. Wo ist denn Terra? So klein. Niemand baut hier Häuser. Da bin ich der. Ich schütze den Bahnhof, dass noch Leute zum Bahnhof gehen können. Ist schon geil, he? So weit unten. Das ist ja fast in der Ecke unten. Was? Dominizisch? Dominizisch? Das ist Deutsch. Das ist wahrscheinlich Berliner Deutsch.
Hier unten haben wir einfach nichts zu machen. Doch eine Ölquelle? Ich mache hier etwas. Also wir machen. Machen wir einen Zug, lohnt sich noch nicht. Ah ja, ich wollte ja noch die Straßenbahn hier unten machen. Also wir machen das jetzt mal kurz. So. Wisst ihr noch wie? Ich weiß es noch. Aber wenn ein bisschen unsicher wie genau. Schön, wunderbar. Wunderbärchen mit dem Gummibärchen. So. Dankeschön. Und hier unten auch. Naja, wir Schweizer sind Baukünstler. Wir machen zum Beispiel das Viadukt da. Wie heißt das Viadukt? Rheinbodenviadukt oder so. Vieländer. Irgendwas. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Auf jeden Fall dieses mega geile Viadukt im Graubündischen. Ja, ja. Der Draco weiß es. Aber er weiß den Namen nicht. Da drüben. Wer weiß das mit dem Treibstoff? Treibstoff von Dom. Kennt ihr Domi? Dom Tendo? Dom? Treib. So. Wir machen das jetzt einfach wieder so ein bisschen aufgeteilt. Das sind mehrere Stationen. Und dann teilen wir sie. Entteilen sie wieder. Eins. Nein. Eins. Zwei. 3. Wieso zeigst du das nicht richtig an? Ich bin so ein Dulli. Ich mag ein Dulli zu sein. Meine Konzentration ist auf High Level Ground. So ist da nicht schlimm. Aber man hat übersehen, dass es falsch einfach weg ist. Wir Schweizer sind sowieso manchmal indirekt. Wir müssen nicht immer alles perfekt machen, wir sind schon perfekt. So, gut. Sorry, war ein bisschen disk. Tut mir leid. Ah ja, noch eins weiter. Seht ihr, wir machen das so gut. Wir sind typisch schweizerisch. So. Käse. Immer dieser Käse, die wir erzählen. Erzählen. Wenn wir in der Schweiz erzählen und ihr erzählt. Das ist so dumm. Wer hat die Schweizer nicht mal gefragt, werdet einfach leichter in Deutschland. Ihr seid zu schwer. Ihr macht immer nur alles schwerer. Stimmt schon irgendwie, die Rechtschreibung wird in Deutschland immer schwieriger. Wir Schweizer kommen einfach nicht mehr nach. So, und dann haben wir irgendwo noch ein Depot. Soll ich die eigentlich hier machen? Weil hier muss man dann später nicht mehr so nützen. Nützlich, wir machen das so hier. Ist die zusammen mit dem Weg? Ja. Also, liebe Leute, wir machen jetzt eine neue Linie. Da bin ich jetzt auch endlich mal so weit. Wir haben jetzt 1937, bei 47 werden wir ungefähr stoppen mit dem Ding, weil wir einfach ein bisschen warten müssen. Ein paar Linien auch zu machen mit diesem Style. Sonst haben wir alles nur noch moderne Linien, das ist nicht so gut. Ich glaube, der ist am besten. Jedenfalls. So, und dann können wir noch den Flughafen Shuttle Service machen. Wo ist der Flughafen? Ich sehe vor lauter irgendwelche Symbole am Flughafen nicht. Da ist der Flughafen. Kennt ihr den Flughafen hin? Das ist der Zug, dann müssen wir in den Bus. Ich mache das Tramdepot hier. Weil hier ja der Zug noch besser hinkommen muss. Und dann müssen wir wieder berg. Ja, einfach diese Aufrüstung. So, also das wäre einen. Ich möchte aber wie irgendwie. Ja, okay, es reicht. Ja. So. Eins, zwei, drei. Oh, es sind doch vier Stationen. 4, 5, ohne neuen Zug, der ist aber auch nicht so schnell. Ne? Okay, nochmal ein bisschen Last One. Das ist Kids. Ich
Ich habe immer nur 4 Buchstaben meines Namens, meines Stadtnamens oder so. Ich weiß es nicht. Ketzdran. So, was haben wir jetzt wieder? Straßenbahn. Gibt es noch eine bessere? Ich mache mal hier nur 2. Das ist ein kleiner. So, dann schauen wir mal hier unten direkt runter. Hä? Nein, das ist nicht hier. Das ist da oben gewesen. Ganz oben. Okay, der Innenhof geht weg. Hier ist schon sehr viel. Ah, hier sind schon 2. Es dauert einfach Ewigkeiten, bis da einfach Leute reisen wollen. Und hier wollen schon in der Straßenbahn. Nein, Bus eher. Ist vielleicht ein bisschen zu wenig gerade, wo fahren. Sieht schon geil aus, ne? Es fahren hier aber wirklich noch keine Leute zum Bahnhof. Schauen wir mal, ob Leute mitfahren, wenn wir hier... Ja, dachte schon, der geht noch geradeaus zum Depot. Muss er ja nicht. Ich muss hier nur noch kurz alle machen. Nein, nein, nein. Spiel, das ist die falsche Taste. Ja, da haben wir ein bisschen extra Sachen. Was habe ich jetzt wieder gemacht? Spiel, lass mich doch nicht so... Ah, wie soll ich jetzt das alles entfernen? Ja gut, dann fahren einfach viel mehr Busse. Ja, wir können ja alles nochmals ein bisschen drüber schauen, ob sie bis sich wirklich lohnt. Aber die tue ich jetzt auf jeden Fall mal löschen. Das sind einfach zu viel. Ich hoffe, es ist noch richtig sortiert. Das Spiel ist einfach kompliziert as fuck. Wieso sind die Entwickler so böse zu uns und lassen da irgendwie einen Knopf direkt ausführen, wenn man ihn drückt und so? Das ist viel zu gefährlich. Ich dachte, das wäre kopieren. Es ist ja ein Kopierzeichen. Aber nein, man muss den Land. Also es ist ja ein Kopierzeichen, aber ich wollte ja nicht kopieren. Ach Gott. Ich bin selber ein bisschen überfordert. Jetzt merkt ihr, ich spiele zu wenig. Ich muss viel öfter spielen. Wie macht man das? Wie kann man mehr spielen, wenn man keine Zeit hat? Also nur sehr wenig Zeit hat überhaupt. So es einfach machen möchte. Das ist immer das Problem. Der größte Fehl des Lebens. Wir haben alles ausgewählt und ausprobiert. Wir haben so viel Geld. Wir machen das einfach, weil wir uns einfach das Geld wieder aus den Schuhen schieben. So. Ich werde mal schauen, es sind viel zu viele Level. Da zum Beispiel. Ja, nein, aber das ist eine Linie, die einfach zu lange geht. Boah, ist die lang. Ja. Geht die hier hin? Das sieht schon geil aus, ey, dieses Missgeschickte. Was ist das? Dinkelbühl Anbauarena, die geht nach oben hier. Also da werden wir einfach wenig. Nein, die gehen ja zurück, die verdienen erst wieder. Hier muss ich nicht viel machen. Wo ist die andere Liste wieder? Ich habe einfach alles kaputt gemacht. Hier, also Treibstoff. Ah, das ist die neue. Und ist die gegründet? Gegründet? Ja, was soll ich mit dem Stein hier anfangen? Hä, hey, wieso werden das so? Ja, da und da sind schon, aber keine Backsteinarena. Die Backsteinarena. Backsteinproduktion. Okay, und die schließt. Die ist auch nicht so schlimm. Hey, der braucht. Werkzeuge brauchen gar keinen Stahl, stimmt. Die sind nur aus Holz. Ja, schade. Wir könnten hier eigentlich verteilen noch. Hier hin machen, aber das ist ein bisschen weit. Es ist scheinbar schon ziemlich immer nicht so schwierig. Und du gehst von 1, 2. Hä? Wieso verdienen die nichts? Wieso verdienen die nichts? Das ist eine Bushaltestelle. Das ist eine Bushaltestelle. Das ist eine Bushaltestelle. Wieso tun die nichts verdienen?
sind die irgendwie falsch unterwegs? Hä? Wo sind die überhaupt? Die sind im Depot und kommen raus und deshalb sind sie im Minus. Ist nicht so schlimm. Machen wir später dann richtig. Und die auch, die kommen erst raus und sind deshalb noch nicht. Das zum Beispiel hier. Was habe ich jetzt eigentlich für einen Salat gemacht, ey? Nur eine Taste gedrückt aus Versehen, die ich wollte. Dankeschön. Ich habe einen Salat hier. Und ihr habt auch eine Bushaltestelle. Ihr könnt... Ist nur einer hier? Das da. Also, es ist mir ein bisschen unwohl, wieder zu starten, oder? Saurer Tücher. Der Tücherbus kennt ihr nicht, das ist ein Schweizer Spezialbus. Mit dem kann man tüschen. So geil. Hallo? Wohnt hier jemand? Ja, ich, der Untote. Kennt ihr den Untoten? Einer von hunderttausenden DayZ-Zombies. Oder von Skyrim? Ja, ja. Schon schön, hä? Geil. Okay, wir müssen produktiver werden. Ich brauche irgendwie eine Zugverbindung hier runter. Das ist zu weit. Ist zu teuer. Also ja, okay. Hey, Bauernhof. Geil. Ja, brauchen wir aber nicht. Die Map ist einfach zu ausgewoben. Man kann eigentlich nicht so Glück haben, oder? Die brauchen kein Brot, kein Lebensmittel. Da unten aber. Ist ein bisschen weit. Ja? Also mit dem Zug könnte ich das machen, nur das verlangt ja nicht so viel. Und der Flughafen hat auch keine Leute aus irgendwelchen Gründen. Wieso will hier niemand fliegen? Wieso? Ich müsste eventuell die Tramschienen da hoch machen und die müssen hier. Wo müssen die hin? So ein Brunnen, ja? Brunnenstraße. Fasanenweg. Wo bist du? Du bist der. Okay. Hey, geile. Hey. Geile Gebäude. Das ist schon sehr modern. Geil. Jo, machen wir doch mal ein bisschen schneller wieder. Ich weiß gar nicht, wieso auf der zweiten ist, ich habe doch auf die dritte geklickt. Das ist wahrscheinlich auch wieder ein Fehler von mir. Der Bahnhof sieht so cool aus. Geil. Ja, die Teile sind ausgestiegen, die Leute. Und geht's euch gut? Verdient ihr Geld? Sehe ich nicht. Schon geht. Sind wahrscheinlich zu viele einfach bei Bahnstrecken. Also hier ist Ramidos. Wieso habt ihr Minus? Sollte doch Plus machen, die. Ja, die sind noch, einfach noch nicht so mega weit. Oh, ich hätte noch was neu laden sollen oder so. Ich muss mehr speichern, das ist das Problem. Es geht zu lange zum Speichern. So. Ja gut. Und kostet zu viel Festplattenspeicher, den ich einfach nicht mehr habe. So, das dauert einfach, weil die auch hier nicht unbedingt Bus fahren können. Weil hier der Bus einfach noch fehlt. Der Tisch ist besser. Auf jeden Fall. Was haben wir auf der Straße irgendwas gehabt? Ist das auch ein Auto gewesen, also ein neues Vehikel? Neues Fahrzeug. Dann haben wir noch, ja, hier noch ein bisschen ein Problem.
Richtig. Dann haben wir hier auch ein Problem, dass der Zug zu wenig hält. Ja, okay. Er fährt gar nicht so in die richtige Richtung. Ist der andere Zug, okay. Okay, wir haben Pittsburgh. Den kenne ich, den Bus der Pittsburgh. Ich war da in den 50er Jahren schon unterwegs mit dem. Es wäre geil, wenn ich ein anderes Leben hätte gehabt. Vor meiner dummen Geburt 1987. Ach ja. Ein zweites Leben hätte ich ja gerne gehabt. Vielleicht bin ich ja Albert Einstein. Auf jeden Fall war ich verwandt mit ihm. So. Ich bin einfach zu intelligent, dass ich wieder zum dumm wirkt. Wie Albert Einstein, der wirkt ja auch immer so blöde. Hat zum Beispiel die Zunge rausgestreckt, den Fotografen. Hat sich genervt und hat die Zunge ausgestreckt. Das ist das berühmteste Bild der Welt. Also Foto. Nein, nicht ganz, aber. Auf jeden Fall kennt es doch jeder. Der Albert Einstein, der Insel, die Zunge rausgesteckt. Ja, ich merke, ich bin ein bisschen zu intelligent. Mein Gott, diese Ironie. Aber hochbegabt bin ich auf jeden Fall. Das wurde getestet bei mir. Ich habe Algebra in einem Jahr komplett durchgebaut. Durchgesnudelt. Okay, was ist denn hier das Problem? Hallo Leute, wollt ihr Pittsburgh? Ja, wir wollen alle Pittsburgh. Wo ist Pittsburgh überhaupt? Hä, ist das kein Bus? Das ist ein Tram. Das sieht aus wie ein Bus. Das ist eine Straßenbahn. 3 Käse, hä? So. Ich möchte mitfahren. Ich will diesen Tücher. Ich will den Tücher sehen. Aber nur drinnen. Ich sitze jetzt hier. Boah, ist die Kamera besoffen. So, ich sitze jetzt hier. Guten Tag, liebe Dame. Wollen Sie nicht mitmachen? Ach so. Mit wem reden Sie? Mit der Mitte da? Ich bin völlig besoffen. Hallo Dame, wo wollen Sie denn hin? Zum Flughafen? Ich denke, Sie wollen zum Flughafen. Gehen wir zum Flughafen. Wann kommt denn der Flughafen? Jetzt dann, oder? Ja, wir waren schon beim Flughafen. Wo wollen Sie denn hin? Ah, zum Bahnhof wollen Sie. Stimmt. Und die da? Hallo, ihr da. Hallo, ihr Frauen. Hey, ein Frauenbus. Wow. Ein Ladykracher. Guten Tag, Monsieur. Und Sie wollen zum Flughafen, stimmt's? Ja, noch schnell zum Flughafen. Geil. Fühlt sich so an wie eine Achterbahn. Yes! Steigen Sie nicht aus. Ja, kommen Sie zum Flughafen. Fliegen Sie bitte mit mir mit. Kann ich jetzt auswählen? Wie kann ich denn jetzt auswählen? Ich will die Person. Ich komm schon. Ich will die Person. Du bist es. Wo willst du hin? Du willst arbeiten. Der Dieter Schmitz. Den kenn ich. Der wohnt bei mir. Der geht einfach auf die andere Seite. Der geht einfach auf die andere Seite und steigt dort ein. Ja, easy. Oh, jetzt fährt er wieder mit. Hey, das ist geil. Ich muss mehr Personen spielen, beziehungsweise so Rundspiel machen. Ja, wo ist die Straßenbahn jetzt? Der geht jetzt zum Flughafen. Der geht nach Industriegelände. Der geht zum Flug. Der fliegt. Er fliegt. Geil. Oh, boah. Also viele Leute wollen ins andere Dorf gehen, aber nur von dort zu uns wahrscheinlich nicht so viele, oder? Gar keine, wie vorher gesehen. Hey, das ist geil. Jetzt müssen wir auf stundenlang warten, bis endlich das Flugzeug kommt für ihn. Aber gut, er fliegt jetzt mit. Gut, tschüss. Ich habe andere Sachen zu tun. So, also wirklich. Ist ein bisschen laggy gerade. Wie viele FPS habe ich jetzt gerade? Muss ein bisschen zu oft laden, scheinbar.
Sollte eigentlich nur vom Spiel aus sein, nicht bei meinem PC. Okay, es ist nur ein bisschen schwammig. Es ist gar nicht am Lecken, es ist nur schwammig. Gut, ich denke schon wieder ins Lecken. Ja, ich sehe es halt, ich habe bessere Augen. So, als andere Menschen. Also durch meine Krankheit werden meine Augen, meine Sehkraft so stark verstärkt und empfindlich gegen Helligkeit, dass ich halt einfach viel besser sehe. Oder manchmal einfach nicht etwas wegen der Helligkeit nicht lesen kann. Also die Schrift. Nein, also ja, die Schrift manchmal, wenn sie weiß ist, ist dann zu hell oder zu hell wegen anderen Farben. Dann leuchtet die Schrift bei mir so sehr. Also Überbeleuchtung ist in diesem Spiel halt auch immer der Fall, oder? Das ist das Problem. Aber es ist wirklich kaum jemand hier. Okay, doch. Gut, also ich denke, die machen Gewinne, oder? Auf jeden Fall, gut Gewinne, dankeschön. So, jetzt kümmern wir uns noch kurz, 5 Minuten, um die Gewinne und die Verluste. Fangen wir mal mit dieser Linie an. Das ist Stahlköni. Seid ihr einfach groß? Ja, ihr seid eine große Linie. Ich denke, ich tue mal diese Linie einfach mit schönen, mit besseren ersetzen. Dann geht es hoffentlich besser. Douglas, C49, Skytrain. Saure Rungen. Es ist 42, wollen wir mal ein bisschen stoppen. Ja, jetzt haben wir zum Beispiel den neuen Lastwagen, jetzt können wir eigentlich die Zeit wieder ein bisschen stoppen. Damit wir einfach diese Fahrzeuge noch fahren können. Fahren lassen können und so. Und das die schließen Warenfabrik. Ach, ganz da unten. Da braucht es nirgends, wenn da eine. Oh, die große die Stadt ist groß geworden. So, dann machen wir doch mal hier. Ist das auch nur eine? Wieso habe ich manchmal eigentlich nur. Ja, okay, einfach wegen der Löse da. Ja, wir lassen den Bus, der ist schnell. Hier lassen wir den Bus. Und hier ist der gleiche Bus. Tun wir ersetzen mit. Wo sind wieder die Busse? Oh, geil! Twin Coach 44 finde ich dich ist. Ja, ist doch nicht so schlimm. Okay, es ist schon schlimm, aber die Warenfabrik. Errungenschaft nicht in meinem Hinterhof. Hey, meine Güte, wie schnell geht das weg? Das Spiel ist so broken im momentanen Zustand. Die müssen viel mehr entwickeln. Sie hören aber auf, das Spiel zu entwickeln. Sie lassen jetzt nur noch das Frühlingsupdate kommen. Das kommt Ende Mai vielleicht ein bisschen oder so. Oder schon schneller. Oder später. Aber sie machen einfach das Spiel nicht mehr weiter, obwohl es noch so kaputt ist. Da sieht man die Flugstrecke hier. Ja. Ob ich jetzt gerade ein bisschen müssen studieren. Also schon gewusst, dass es die Flugstrecke ist, aber was ich sagen soll, musste ich studieren. Ja, es sind immer noch Minusrouten. Ich muss noch ein bisschen das beheben, scheinbar. Aber ja, wir spielen ja nicht top over the top. Also ich bin einfach zu wenig am Spielen. Um viel zu gut zu sein für das Spiel. Und wir locken einfach die Bugs oder Ungereinheiten ein bisschen an, habe ich so das Gefühl. Einfach wegen meiner Intelligenz. Das ist nur schön, also ich fühle mich natürlich nicht intelligenter. Aber 14,50. Ja, ist doch gut. Easy. Wir können ja noch ein paar Strecken, die wichtig sind. Fishbowl, nicht Fishbowl, das ist ein anderer Bus. Das ist der vorherige Bus. Also derjenige, den ich eben ersetzt habe. Sondern zum Beispiel hier. Ja, das ist sowieso viel zu wenig. So, der. Oh, ein Tanker. Boot, okay. Hey, geile Fahrzeuge und so. Oh. Was riecht das denn? Okay. Marburg. Oh. Auch schon so weit, ja? Bisschen langsamer, aber. Nice. Wir haben 4 gemacht. Es geht nicht mehr als 4 Rohstoffe pro Stadt.
Weil 60 ist einfach zu viel, da kannst du niemals eine Stadt voll komplett machen. Okay, das ist auch nicht so schlimm. Ist Stein hier überhaupt? Das muss ja so weit angekarrt werden, der Stein. Ja, kein Steinbruch. Naja, kann geschlossen werden. Hier, von hier, hier hoch und dann wieder hier runter. Nee, das machen wir nicht. Noch nicht. Oder, ja, ich müsste eine Brücke bauen. Ich habe keinen Steinbruch mehr sonst. Stein. Ding. Baumaterialfabrik. Ist doof. Aber die Strecke möchte ich jetzt auch nicht mehr machen. Kann ich auch nicht. Egal. Die kommt wieder. Gut, das Spiel ist doch hoffentlich ein bisschen intelligenter als sonst. So. Gut, danke schön fürs Zusehen. Hat Spaß gemacht. War auch ein bisschen failig, wie ich wollte. Und ja, ich hoffe, es hat euch unterhalten. Meine Fails gehören dazu zur Unterhaltung. Kein Problem, mache ich gerne. Und sonst meckert für das Spiel. meckert das Spiel an. Nein, solche Sachen passieren bei meiner überaus vielfältigen Hochkonzentration auf mehrere Dinge, also Multitasking und so, passieren einfach. Ich bin zu intelligent, um keine Fehler zu machen. Gut, Dankeschön fürs Zuschauen und ja, nehmt's nicht zu ernst, gell? Tschüss.